Jo, oh, da begrüßt mich gleich mal der liebe Gast. Tja, wo hatte ich mich denn jetzt abgestellt? Ich schalte die anderen gleich wieder zu. Ah ja, wunderbar. Ich wusste jetzt nur nicht, in welche Richtung ich stand und wie und was. Gut, fressen wir uns mal voll. Hab immer noch kein Hotkey für Discord zum Muten und so. Ja, mal kurz rüber. Hossa. Die Wahrheit fehlt. Also, wer ist denn hier noch da? Alle? Seid ihr alle da? Nein. Nein, die richtige Antwort ist ja, Kasper, ja. Ich Ja, bin okay, ja auch ja, ein richtiger Kasper, Kasper. Bin ja auch so ein richtiger Kasper, ne? ja. Yep. Suppenkasper. Ja, ich bin der Super Kasper. Ist was verrückt? Hallo, Herr Willitzer, habe ich Sie getötet? Ich bin nicht einfach nur ein ganz normaler Kasper, sondern ich bin der Super Kasper. So. Gut, jetzt finde ich Knorke. Jetzt muss ich ja mal sehen, was ich überhaupt verzaubern kann. Kann ich denn Ah, überhaupt irgendwas ah, Gott. verzaubern? Ich wollte doch noch Sand durchbrutzeln. Das habe ich ganz So. vergessen. Mö. Na, ihr Kühe. Volk der Sand. Kühe. Was ist denn Ich Sand auf verspreche Sorbisch? euch. Das würde mich jetzt mal interessieren. Hör doch auf mal mit deiner depperten Kuh. Meine Kühe sind nicht deppert. Es scheppert. Ich hätte Diamanten zu verzaubern, zwei Stück. Du willst Diamanten verzaubern? Ja, nee, ich hätte Adamant. Jetzt hör Ach, doch mal auf. Piesk-Quasant, richtig, Piesk. Peace. Piesk. Peace. Piesk. Sand auf Norwegisch. Sehr piesst. Moment mal. Und warum willst du jetzt deine Diamanten verzaubern? Wie funktioniert das? Ah, guck mal, ich hab. Weil ich die aus der Truhe geholt habe, habe ich jetzt das Wort gekriegt. So, du hast ja noch einen Account, deswegen sind die resettet. Alles klar. Ja, genau deswegen. Und so, ich könnte mir ja ein Schwert machen. Ich überlege jetzt allerdings. Ach, weißt du was? Ich mache mir einfach mal ein Schwert. Ich hoffe, dass dieser Dorfbewohner jetzt tot ist. Du hoffst, dass dein Dorfbewohner tot ist. Okay. Ja, Das kann einer schon mal. tatsächlich, weil Das kann der ja mal hat passieren. Ärger gemacht. Ja. Das Problem ist bei diesem Dorfbewohner, er nimmt einen wichtigen, er nimmt ein Bett weg und er hat aber leider den falschen Beruf angenommen. Ah, haben gefunden. Ah, Super falschen Beruf. neuerdings bringt man Leute dafür um, dass sie den falschen Beruf gewählt haben. Da ist ja toll. Na super. Ja, na servus. Ja. Da wird es aber dann viele Tote geben. Ja. Wusstest du das noch nie? Viele Leute werden demnächst hingerichtet, weil sie zum Beispiel keine grünen Berufe haben. Aha. Ah. Das ist gut, das ist gerecht, das ist ein Gut Ja, und der ist nicht schlecht. das ist logisch, oder? Looting 2. Okay. Ich habe ein Geil. Schwert. Ich habe ein Schwert mit Looting 2. Das ist gut. Warum? Sogar sehr gut. Warum? Weil du ja bessere Mob-Dots gibst. Angenommen, du willst jetzt Wither killen, hast eine höhere Chance für einen Wither-Scout. Ich und den Wither Kill. Hast du denn überhaupt Ja. die Pfanne heiß, Ja, Digga? das Ich sagt renne, er, wenn wenn ich du den sehe. den Wither, also den Wither direkt, nicht das Wither-Skelett oder was? Es sind Die zwei verschiedene, gell? Wither-Skelette. Ja, das wirst du spätestens dann mitbekommen, Horsti, wenn wir hier eines Tages mal den Wither beschwören. Dann wirst du mitbekommen, dass zwischen Wither und Wither-Skelett ein großer Unterschied ist. Oh ja. Ach so, Oh wie mein gar Gott. nicht. Der ist bloß geringfügig gefährlicher. Ganz geringfügig. Ja, ganz Ja. geringfügig. Ja, natürlich. Ja. Wie ich sag, da gibt es gar nicht so viel, so viel Gleichheit. Nicht so viel Unterschied, pardon. Der hat einfach bloß drei Köpfe statt ein und mehr Unterschied gibt es da auch nicht. Ja, Ja, bis auf dass er mit explosiven Geschossen auf dich schießt, die ganze Umgebung zerstört, und nö, ein ist bisschen gar und nicht ein bisschen alles, auf und ein alles bisschen schießt, was dich bewegt. deppert Was? Honk, du hast aber nicht das Gefährlichste, wurde genannt. Gefährlichste ist, dass er sich regeneriert, verdammt nochmal. Ja, das tut er Und auch. zwar extrem. Ja, das tut er auch, ja. Na gut, du kannst natürlich einen schönen Trankeffekt zu schlucken geben.
was diese ganze Sache vermindert. Verminderung, wo wir da wieder wären. Du meinst mit so einer Splash Potion oder was, die man auf ihn schmeißt? Ja. Ich kenne mich also ja mit sowas überhaupt nicht aus. Er ist ja ein Untoter, dadurch machen die ihm zum Beispiel Heilungspotions Schaden und so weiter. Aha. Und wenn du ihn da mit einem Gift und mit Heilungstränken und Regenerationstränken, das waren's. Regenerationstränke machen ihm Schaden. Aha. Wenn du ihn allerdings mit Gifttränken abwirfst, wird er sich wieder regenerieren. Wie das auch bei Zombies der Fall ist. Ja, das ist klar, das ist klar. Du aber, kannst du es glauben? Ich habe in meiner gesamten Minecraft-Karriere bis jetzt noch nie einen Trank gebraut. Was? Noch nie. Wenn ich alleine schon daran denke, wie viel Tränke ich gebraut habe, weil ich unter Wasser irgendwas gebaut habe. Dafür gibt es noch eine Luftmurmel. Was? Eine Muftlurmel. Eine Muftlurmel, wollte ich auch gerade sagen. Ja, genau. Ja, du hast niemals Bescheid. Ja, die gab's da aber noch gar nicht. Ja. Die Muftlurmel war da noch gar nicht im Spiel implementiert. Aha. Also offiziell kommt sie ja auch. Ach so, ihr wollt schlafen. Moment mal, ich bin nämlich in der Oberwelt. Hab ich ganz da. Du meinst doch diesen Condor-Block, ne? Nein, ich meine einen Atemlufthelm. Oh. Helm. Verzauberter Helm. Kann ich mir nicht leisten. Hm. Hab ich immer schon gehabt. Sag mal, wer schläft nicht? Ich schlaf. Das ist schon ein halbes Bett. Bei mir steht ein halbes Bett. Es ist dunkel. Es ist fertig geschlafen oder es ist dunkel? Cool. Ja, da hat wohl der Server ein klein wenig Schluck auf gehabt. Alles okay, gut. Schluck auf. Gut. Gut zu wissen, dass er wenigstens Schluck auf hatte. Und nicht sehr gut. Ja, weil ich gerade gejoint war, vermute ich mal. Leute, passieren gerade komische Dinge. Server gleich wieder Mini machen. Ja. Mm. Nitrado, das war's. Ja. Yep. Also ich hab einen anderen Anbieter schon im Auge, der hat eigentlich recht passende Preise. Dass ich gerade in einer Höhle bin. Ja. Jan, du hast auch nicht irgendwie einen Vorschlag für einen Serveranbieter? Ich habe mich mit Servern überhaupt nie beschäftigt. Also, ja, also ich möchte sie eigentlich alle in der nächsten Zeit ausprobieren, also für die nächsten Sitzungen. Deswegen, also, Nitrado wird nächstes Mal nicht genommen. Es sei denn, sie machen mit mir einen Sponsoring-Vertrag. Also Nitrado, meldet euch hier in den Kommentaren. Sponsoring-Vertrag. Wir kriegen den Server umsonst und ich kriege von euch einen Gaming-Rechner finanziert. Im Wert von mindestens 2500 Euro. Darunter mache ich nicht. Das braucht man da. Bambusse und Fäden. Für einen Gaming-Rechner? Oh, eine Menge Hardware. Ja. Ja. Ich bräuchte eigentlich mal wieder einen neuen Rechner. Also, meiner hier funktioniert zwar noch gut, aber ich könnte mir inzwischen bessere Hardware vorstellen. Also, Nitrado, ihr mit mir einen Sponsorvertrag wollt, na, erstens mal, wir kriegen die Server umsonst, ohne Miete. ich stell dir vor, jetzt sitzt da so ein Mitarbeiter von Nitrado, hat eben noch überlegt, oh, Sponsoring-Vertrag, nicht schlecht, der hat ja da so schon seine paar Abonnenten. Und jetzt habe ich das gesagt und er so, Arschlecken, Digga, nee, war gar nicht. Ich hab keine Fäden. Leute! Ich hab gar keine einzigen Fäden. Wie bekommt man eigentlich am besten Fäden her? Außer, dass man die ganze Zeit nur Spinnen tötet. Spinnen-Spawner, ne? Ach, du Kacke. Also ich kann raten, was? Wie redest du mit mir? Ja, nicht du. Ich habe nirgends Spinnenfäden. Ich brauche welche für Gerüste. So. Würde ich mich da mal interessieren, wo ich rauskomme, wenn ich mich hier hochhole? Vielleicht ist das ja gar nicht so eine dumme Stelle. Ich habe nämlich einen Zombie-Spawner gefunden. Anna. Spawner heißt das. Spawner mit R. Ja, ich meine. Ah. Mit
doppelten CK, ne? Und was? Was redet der Mann da? Er redet im Fieberwahn, glaube ich. In Fieberfarm. Höhlenfieber, ja. Im Höhlenfieber, ja, genau. Die einen haben Jagdfieber, die anderen haben Höhlenfieber. Es ist schlimm. Bist du gerade in einer Höhle, Honk? Ich gehe gerade Stripp, mein Ding. Ah, verstehe. Ich gehe gerade Stripp, mein Ding. Ja. Honk, ich werde dir die 6 Lapis, die ich dir schulde, dann gleich zurückerstatten können. Ja. Und ich habe 12 Lapis Erze. Lapis. Lapis Lazuli. Sehr gut, dass ich meine Spitzhacke mit Silktouch verzaubern konnte. Silktouch? Ja. Hat sicherlich was mit Silke zu tun. Mit der Stilke. Das ist deine Frau. Nö. Ich war mal mit einer Silke zusammen. Jetzt wird, es wird jetzt mit Sicherheit irgendwen geben, der sagt, der Typ, ne, der sagt ständig, er war schon mit einer Frau mit dem Namen zusammen, mit dem Namen, ja. Ich hatte in meinen 54 Lebensjahren einige Damen und darunter natürlich auch verschiedenste Namen. Heimzig. Was lustig ist, das ist, wenn ich rein statistisch rechne, der Name, der mit dem ich am oftesten, kann man das so sagen, am meisten zusammen war, ist Anja. Habe ich gerade so vor einiger Zeit mal cool. Revue passiert. Ja, komisch. Die meisten meiner Exen deren Vornamen enden auf A. Aha. Alexandra. Hatte ich auch mal. Antonia. Ja. Nein. Das nicht. Nein, nein. Keine Antonia. Du heißt die Freundin von meinem Bruder. Bruder. Nee, ich hatte auch noch nie eine Freundin, die Bruder mit Vornamen hieß. Bruder. Das wäre ja auch Bruder. Anja. Ey, meine neue Freundin heißt Bruder. Bruder. Hey Bruder. Bruder. Hey Bruder, mach mir was zum Essen. Bruder. Ja, genau. Und bitte Nachname Digger. Digger Bruder. Ja, genau. Und eine meiner Freundinnen hieß Alter. Alter. Almanach. Nee, Alman noch nicht. Nee. Alman. Ich verstehe das Scherz sowieso nicht. Was ist das? Ich kenne mich da nicht aus. Alman ja. Ist die Bezeichnung auf Kanakisch für Deutscher. Weil Alemannia. Alemannia. Ah, verstehe. Deutschland auf Türkisch. Ja. Ah, okay. Genau, Alemannia. Da gibt es eine deutsche Fußballmannschaft, die heißt Alemannia Aachen. Ja, das hat was damit zu tun. Das heißt eigentlich Deutschland Aachen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt noch Alemannia heißen. Weiß ich jetzt nicht. I search and I find what I'm thinking for. I have diamonds found. Ich brauche auch Diamonds. Ich muss wieder mal strip-minden, Leute. Das muss ich machen. Mach ich gerade. Ich habe gar nicht gestrip-minded und trotzdem 2 Diamantos. Ich habe nur noch 2 im Gesamt. Ich bin gerade hier, mich aus meiner Höhle zu befreien. Ja, ich habe mir eine Murmel gemacht. Mehr sieht mit dir nicht aus. Ah, super. Und hey, ich baue die Diamanten ab und bekomme die 30 Erfahrungslevel wieder hergestellt. Das ist cool. Und ich habe aus 4 Klötzen 11 Diamanten rausgeholt. Mit meiner Fortschrittsspitzhacke. Oh. Horsti, deswegen lohnt sich eine Glücksspitzhacke. Fortune 2 oder Fortune 3? Das ist cool. Den brauche ich unbedingt. Ich habe hier Fortune 3. Geile Sache. So. Das hab ich verstanden. Ich habe Fortune 3. Ich habe hier eine Eisenspitzhacke, ne? Die heißt Eisernes Goldstück. Die hat Unbreaking 3, Efficiency 4 und Fortune 3. Oh, wirklich? Das ist die perfekteste Kombination, die du überhaupt nur haben kannst, weil Unbreaking sorgt dafür, dass das Ding nicht gleich auseinanderfällt. Efficiency sorgt dafür, dass du schnell abbauen kannst und Fortune sorgt dafür, dass du halt mehr Zeugs rauskriegst. Also es ist das perfekt, ist das cool. Teil. Ja. Ich hab auch Diamantspitzhacke mit Glück 2. Ich hab Glück 3. Haha, bin besser.
La 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 la. La 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 la. Genau. Ne. Ah, voll. Ja, Leute, es ist so viel Diorit habe ich nicht mehr. Ich habe kein Diorit mehr. Ich meine, schon noch. Und in der Singleplayer-Welt habe ich eigentlich fast die gleiche Eisenspitzhacke. Komischerweise, meine Eisenspitzhacken sind meistens besser als meine Diamanten dann hinterher. Hm, okay. Ja, weil, ist nicht. So, jetzt gucke ich mal, was habe ich denn eigentlich noch nicht? Hühnchen Honk! Genau. So. Hühnchenman! Hühnchen! Da fehlt mir gerade ein Hühnchenman! Ja. Hühnchen! Ja, meine Hosen sind unverzaubert. Warum habe ich unverzauberte Hosen am Start? Warum sind deine Hosen unverzaubert? Aber die sind sowieso fast in meine Ritze gerutscht. Ist doch egal, ob die sofort kaputt gehen. Warum sind sie unverzaubert? Weil ich wahrscheinlich nicht genügend Verzauberungspunkte da hatte, als ich sie gemacht habe. Ja, Tovarisch, warum? Was heißt denn nicht Nieto Tovarisch? Schieß los mit Nein. Oder Nieto? Tovarisch heißt Genosse. Kamerad, Freund. Und Nieto heißt nicht, Nein. Nicht mein Freund, okay. Nein, mein Freund heißt es. Ah, nein, mein Freund, okay. Was heißt eigentlich, du kennst es doch mit Russisch besser aus. Freund ist Druck. Ja. Was heißt eigentlich, du kennst dich mit dem Russischen besser aus. Auf Polnisch heißt ja kein Problem, heißt nie ma problemu. Was heißt keine auf Russisch Ahnung. Kein Problem? Das google ich jetzt ganz einfach. Und lest dir das aus dem Google Translator vor. Ach, jetzt habe ich YouTube Translator geöffnet. Auch schon. So, wir Fingerreflexer. Protection 3. Geil. Russisch. Also bei mir sagst fängt... du kein Problem? Kein Problem, ja. Bei mir fängt es jetzt weit mehr an zu hacken. Wahrscheinlich nie ein Problem. Was? Bei mir fängt es jetzt mittlerweile immer mehr an zu buggen. Ja, was meinst du, Jan? Niet Problem. Ja, ich hab's gerade fast richtig gesagt. Ich hab gesagt, nie Problem, aber niet Problem. Okay, auf Polnisch heißt es nie ma problemu. So viel ich weiß, habe ich so von meiner Ex gelernt. Habe kein Problem. Ja. Also ma ist haben. Ja. Ist im Sorbischen genauso. Nein, ich kann jetzt nicht schlafen, ich bin in der fucking Höhle. Okay, dann. Oh, ich kann gar nicht setzen, weil ich, Moment, Time. Also Mam ist haben und Ma ist habe. Okay. Einfach bloß das Wort gebeugt. Okay. Oder wenn du zum Beispiel hörst Snaju, wenn von Snaisch, Janie Snaju hörst, zum Beispiel, ich weiß nicht, aha, ob das im Polnischen so ist, keine Ahnung. Aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich ähnlich sein. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich bin keine Polska Kubasa. Genau so. Polska Kubasa. Ja. Die Krakowski Kubasa ist lecker. Ultra lecker. Jedenfalls, Kubasa ist es auch im Sorbischen. Da heißt es Kubasa, aber im Polnischen heißt es Kubasa. Ja, und ist anders ausgesprochen, dann einfach bloß. Hat ja da damals der Gigi D'Agostino irgendwas mit Kabassa gesungen? Wirklich, ich schwör's euch, irgendwas mit Abassa Alau. Meinst du den, der jetzt im Dschungelcamp ist oder was? Nö, der Gigi D'Agostino, nicht der Cosimo. Was redet ihr da alle von Kram? Cosimo? Wer ist ein Cosimo? Ja, das ist so, der war mal bei DSDS dabei. Und was hat er da gemacht? Deutschland sucht einen Superstar damals. Was hat er da gemacht? Gesungen. Ja, er war aber nicht so schlecht, ehrlich. Ja, er kann gut sein. Krasne. Ein eingesorbischtes Wort. Irgendwie kenne ich Krasne. Das gibt es auch auf Russisch. Das ist Russisch, das heißt, Krasne ist die Farbe Rot. Ach so! Hey du! Ich hab ne Efficiency-Spitzhacke, ist krass, ne?
Ist krass. Ist krass. Genau, ja. Wahrscheinlich wird das Video dann Lego Strike, aber krass, Maya Armia zum Beispiel. Ja, ja, ach so, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich vergesse das immer wieder, die rote Armee, ja.